So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Ich war ja in der letzten Folge relativ gut gestimmt, weil ich dachte, wir hätten nur noch eine Pariser Geschichte-Mission auf unserer Karte. Pustekuchen, wir haben noch, ich weiß gar nicht wie viel, 3 oder 4. Wir haben 81%. Ne, 88, boah, ey, wir haben jetzt eine Aufgabe, ne, 2. Ne, doch, wir haben 2, ne, eine Mission. Eine Mission haben wir gemacht und haben jetzt 2% dazu bekommen. Guck. Und die Grauen müssen wir wahrscheinlich erst noch freischalten. Ey, krieg hier die Krise. Guck mal, wie viele Pariser Geschichten wir schon gemacht haben. Wir haben alles. Hier will ich nicht mehr. Dann haben wir noch mysteriöse Mordfälle. Achso, man kann wahrscheinlich, wenn man die trotzdem nicht auf der Karte aufgedeckt hat, kann man die sich auswählen lassen. Ja, waren es noch 5? Nee, 6. Oh Gott, das will. Habe ich hier 50%. Okay. Ja, also wenn man die auf der Karte wahrscheinlich nicht aufgedeckt hat, kann man die wahrscheinlich hier verfolgen. Boah, guck mal hier. 29 von 40 Artefakte. La Belle Epoque. Das Mittelalter. Ach du Heilige. Da können wir auch noch Artefakte sammeln. Ich meine, das ist ja wirklich einfach. Okay, das ist wahrscheinlich die Begleitermission, oder? Wahrscheinlich, naja. Ja, auf jeden Fall werden wir in der heutigen Folge wieder mit den Pariser Geschichten beschäftigen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich. 50.000, das wird absolute Katastrophe. Das wird eine Katastrophe werden. Das wird wirklich... Ich meine, ich habe mich ja schon bei den... Was war denn das? 12.000 oder 10.000? Schon. Oh Gott, ich will nicht. Tiron de Mericos Aufruf, ihrer Frauenbrigade beizutreten, sollen mehrere Gruppen von Prostituierten bebracht werden. Ich hatte eine gute Idee. Ja, die ist total scheiße. Ich möchte eine Armee aufstellen. Eine Armee von Frauen. Die rote Armee? Ist am schlimmsten und sie sind es, die die Sache wieder richten können. Nun, wenn ich Frauen sage, meine ich Frauen von der Straße. Ihr wisst schon, Prostituierte, Obdachlose. Geht für mich zu den Bordellen und verteilt dort diese Handzettel. Sie werden in Scharen kommen. Warte mal. Oh, guck mal, wenn ich das schon wieder sehe. Wenn ich das schon wieder sehe. Warte mal. Hier hoch. Hä? Was machst denn du? Un divertissement intéressant. Bleib da stehen! Nee. Definitiv nicht. Doch! Doch! So. Ich glaube, da haben wir jetzt 30, oder? Ein bisschen traurig, ne? Aber das mit den Artefakten wurmt mich ein kleines bisschen bei diesen besetzten Sachen. Aber ich habe die überhaupt nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wo die zu finden sind. Ob man dann immer, keine Ahnung, die Stufe 2 oder 3 machen muss, um dann halt die Artefakte mitnehmen zu können. Oder ob die, also egal bei welchem Level, die immer an der gleichen Stelle zu finden sind. Nee, kommen wir auf jeden Fall nicht hierher. Ich habe ganz andere Sachen gerade zu tun, mein Freund. Vielleicht, wenn du mich einlädst, dann überlege ich mir das. Oh Gott, ich höre ein Baby schreien. Ich glaube sogar mehrere, oder? Na! Ich wollte eigentlich genau hier hin. Wo muss ich denn hin? Ach, dorthin. Oh, verdammt. Ich hab hier noch Schützen. Dann sind wir noch mal einen dicken.
erledigt! Feiger Hund! Nächste Mal fällt sich die Oh, verdammt. Habt ihr nicht gesehen. Warte mal. Da haben wir den Schützen. Die Schweine. Wenn ich dich noch mal sehe, reiß ich das Herz raus. Scheiße, scheiße, scheiße. Du gehst nirgendwo hin. Hallo. Okay. Was ist denn der? Nein, Arno! So. Guck mal, da habe ich noch einen, das sehe ich noch ein. Nein, hallo. Sag mal, kriegst du es gebacken, den mal hier ordentlich zu töten? Räumblase. Ja, du hockst hier auf deinem Balkon rum. So viel zum Thema. Sei ein Mann! So. Verdammt. Nee. Was machst denn du, Arno? Ich hab doch eigentlich die andere. Ey, da macht mich wahnsinnig dieser Kerl. Lauf, klettert doch mal schneller. Das warten wir einfach mal, ne? Wer hier gewinnt. Guck mal, der kämpft mit der Luft, ist das geil. Sag mal! Komm, ich helfe euch mal. Kannst du ja Kinder mit angucken. Weg mit dir. Und, ah nein, verdammt. Sind alle schon weggespawnt. Ich wollte die eigentlich noch erlösen, damit ich halt noch ein paar Punkte bekomme. Achso, ich muss mit denen sprechen. Eine Armee aus Frauen? Höchste Zeit. Bin dabei. Sagt ihr, ich werde kommen. Okay. Wenn ich so aus diesem Höllenloch rauskomme, ja. Gut. Sehr schön. So. Weg mit dir. Hä, was denn du? Hä? Oh, Junge! Mann! Hä? Wo denn da? Was sind die denn? Dort. Oder was? Hä, was sind die denn? Ich seh die nicht. Die verdammten Schützen. Geh hier rein. Hey, Hübscher. Mal die Beine breit machen. Ach, da. Nee, also ich auf jeden Fall nicht. So, jetzt warten wir einfach mal. Bis sie sich hier wieder beruhigt haben. Ich bin auch anonym. Anonymer kann ich ja gar nicht werden. Ich stehe zur Verfügung. Okay. Geh doch runter, mein Gott. Los. Merci beaucoup, Arno. Dass es aber so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Frag mir doch eine.
Oh, geh doch mal weg. Ein wahres Wort, Schwester. Für Mericourt. Also gut. Haben wir Uniform? Ja, ganz knapp Uniform. Wird mehr Spaß machen als das hier. Denke ich schon. Ihr schlaft nicht mit Royalisten, oder? Nee. Sie schlicht jetzt mit Gewehren. Auf geht's! Für die Revolution! So, da haben wir so noch eine. Ein Gebiet. Und dann haben wir es auch geschafft. Halleluja. Also, dass ich wirklich noch was für den Rat mache, ist eigentlich schon echt traurig. Ich opfere dich, Male. So. Wie viel bietet ihr für diese süße kleine Blume? Kommt schon, meine Herren. Sie bringt was, komm, komm. Ein Revolutionär. Macht schon sehr viel aus. Sie ist eine Wildkatze. Ist es nicht so, Babette? Du widerst mich an. Seht ihr? Kein Geld weiter. Einen Schritt weiter. Oh, wie viel bietet ihr? Frauenarmee? Verrückt. Verkauf. Ich bin dabei. Frauenarmee? Wo unterschreibe ich? Diese Teruan, die hängt immer irgendwo. Oh, ja, relativ einfach jetzt. Schießen statt Beine breit. Yay, 50.000. Stehen arbeiten? Seigneur, tout va bien? Schön. Schön, schön. Und das heißt, wo haben wir denn jetzt? Warte mal, wir können ja mal ganz schnell zum Café Theatre reisen. Um die 19.000 mitzunehmen. Und dann gucken wir einfach mal, wo sich noch die anderen Pariser Geschichtsmissionen befinden. Money, money, money. Das sollte reichen. Nee, es könnte schon ein bisschen mehr sein. So, Fortschrittsanzeige. 90%. Ein romantischer Spaziergang für nur 25.000 Livre. Ich hab das doch jetzt. Kann ich das vielleicht auch gar nicht machen? Weil auf der Karte wird mir das ja gar nicht angezeigt. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir schon einmal hier sind, machen wir einfach Renard der Fuchs. Komisch. Na gut, vielleicht müssen wir wirklich erstmal die ganzen Sequenzen absolvieren, um dann die letzten Pariser Geschichten zu haben. Renards Aktivitäten müssen einfach nochmal gestoppt werden. Wir müssen Lesac dieser Portra Einhalt gebieten. Leider ahnt ihr Anführer Renard schon, dass wir hinter ihm her sind. Er ist irgendwo in der Stadt untergetaucht. Ihr müsst ihn herauslocken. Unser Kontakt wartet in Les Invalides auf euch. Viel Glück. Wo hat nochmal? Oh, ja, 1200, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir uns da zu Fuß hin begeben. So, da wollen wir uns mal den ganzen Spaß hier angucken.
Arno, was ist das denn? Ach, gehen wir nicht auf den Single. Ich hoffe nur, dass bald es keine große Herausforderung, den Renard herauszulocken. Ich hoffe nur, dass es wirklich jetzt mal einfach ohne Kokarde. Ach, da oben. Warte mal, Momento, uno Momento. Ich glaube, mir fehlt bei dem einen Bezirk noch zwei und ansonsten habe ich alle, beziehungsweise fehlt mir eine. Oder mir fehlen auch hier noch drei. So, da haben wir den Kontaktmann. Gut, ihr seid hier. Ich weiß, wie wir Renard ködern können. Ich gab vor, eine gewisse Diamantenkette verkaufen zu wollen. Renard würde sie zu gern als Versammlungssymbol für seine Truppen nutzen. Es gibt nur ein Problem. Ja? Ich habe keine Diamantenkette. Da kann ich doch bestimmt weiterhelfen. Vielleicht. Ich spüre schon in meinen Adern, in meinem Blut, dass das wirklich eine sehr lustige Aktion werden. Guck mal, ich will schon schützen. Die sind so doof. Ey, ich bin so froh, dass wir hier keinen... Oh, sie sind entdeckt. Komm zurück, du Stinker. Ich hab... Warte. Genau. Ich glaube auch. Es geht jetzt geil los. Kannst du dich bitte schneller, Renano? Meine Güte. Tschö mit Ö. Großes Tschö mit Ö. Oh. Oh, sehr schön. Warte mal. Ach, dort war der Heini. Moment. Warum ich denn jetzt auf einmal mit? Nee. Haben wir in der ganzen Sache ja gar nichts zu tun. Lauf doch mal. Meine Güte. Ist doch nervig. Ach so. Oh nein. Ich hätte gar nicht hier hingemusst. Scheibenkleister. Kann ich den Priester auch töten, um den zu bestehlen? Das ist ja... Oh. Guck mal, hier haben wir den noch. So. Wir müssen auch gleich hier hin. So. Oh, warte mal. Ja, bonjour. Bam. Oh, schon wieder übelst viel Medizin verbraucht. So. Ach, hier ist er ja gleich. Hallo. Perfekt.
Bleibt unsichtbar. Wenn ihr Renard seht, packt ihn euch. Ich muss jetzt hier hochgehen, okay. Kann ich eliminieren? Wo ist Renard? Er schickte mich. Achso. Habt ihr es? Genau hier. Lasst mal sehen. Monsieur Renard lässt grüßen und hofft, dass ihr nächstes Mal einen besseren Spion schickt. Was? Hätte ich ihn nicht verhindern können. Das war ja gerade voll gut. Arno, das bin ich ja gar nicht gewohnt. Wo ist Renard? Ganz nah. Doch sein Versteck ist eine Festung. Ihr kriegt ihn nie. Das höre ich oft. Los, Arno. Gott, der Arme. Braucht er ja alles nicht mehr, ne? Oh. Ach, das wird lustig werden. Oh, nee, danke. Gott, moderater Abschaum! Oh. Schnell genug, verstehe ich. Oh, oh. Dann niedlich, wie die auf der Treppe warten. Ehe die dran sind. Da bist du! Das ist immer cool. Nee. Wie kommen denn jetzt eigentlich noch? Ein gebildeter Gockel. Hoffentlich hast du ein Pferd in der Nähe. Dann kann ich gemütlich zurück. Das war jetzt mal cool. So muss es immer sein, Arno. Genau so. Und nicht anders. Ich weiß zwar nicht, was der Renard nochmal getan hat. Wir wussten... Nee, die purpurrote Rose, die war ja woanders. Die war ja, glaube ich, bei der Pariser Geschichte. Naja. Ich bräuchte doch eventuell mal wieder vorsichtig, aber ein paar Dietriche. Ich weiß nicht, ob ich mit den drei noch zurechtkomme. Ach, mir fehlen noch 10. Halleluja. So. Wird eigentlich nicht dorthin, aber alles gut. So, ich würde trotzdem mal gucken bezüglich der Pariser Geschichte. Es kann ja nicht sein, dass wir... Es muss doch hier oben sein, weil Napoleon war doch hier oben immer. Aber es wird mir nicht angezeigt. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich weiter in der Haupterinnerung kommen, um wahrscheinlich diese Pariser Geschichte noch abschließen zu können. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge genau hier wieder und wir werden uns um die letzten Gesellschaftsclub-Missionen kümmern. Und dann, ja, haben wir, denke ich mal, mehr oder weniger alles erreicht. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.